Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fashion Show, Fashion Shows, Fashion Souls 3. Ah, ich werde jetzt mit meinem bezaubernden Kleid und den schönen Stiefeln den Sumpf erforschen. Warum ich das tue, weiß ich selber nicht, weil ich hier bestimmt irgendwas wieder mal machen muss. Feuer auspusten, Kerzenschein und so. Ich habe vor diesem Turm, der in der Richtung liegt, da dort, den habe ich vor auszumachen. Allerdings möchte ich hier noch schauen, wenn ich schon mal hier bin. Noch schnell schauen. Okay. Hier ist nichts. Gut. Was ist da hinten? Eine Schnecke vermutlich. Okay, ich habe hier zu Ende geschaut. Jetzt würde ich sagen, gehe ich mal zurück. Und zurück ging es da. Oder? Ja. Was war hier eigentlich? Ist hier überhaupt was? Leicht. Ja, okay. Ich muss da lang. Rennen, Walter, rennen. Wie komme ich da hoch? Warum habe ich das Gefühl, dass hier eine unsichtbare Wand drüber ist? Vermutlich gibt es hier wieder so einen Geheimgang oder so, den ich nicht sehe oder nicht finde oder keine Ahnung was. Da unten ist ein Glubschieß, aber nee, da komme ich nicht hoch. Zumindest nicht von hier, oder ich bin zu blöd. Okay, dann gehen wir mal weiter zum genau zum Feueranzünder. Okay, ich habe irgendein Geräusch gehört. Irgendein. Oh. Na, wie mal eine Hallo. Guten Tag. So, hallo Feuerchen. So, genau. Ich gehe in die Ritterrüstung in den Sumpf rein und komme bezaubernd mit Kleid und so und Stiefelchen wieder raus. Und Kapuze. Uiuiuiui. Hey, das Tor ist offen. Das heißt, ich kann den Eid auch so eigentlich machen beim Wolf. Oh. Es ist dunkler als ich dachte. Oh. Okay. Eine Menge Waffen, das heißt eine Menge Tote, das heißt starke Gegner, das heißt, ich gehe da noch nicht hin. War da ein Lagerfeuer? Ich weiß nicht mehr. Vielleicht dahinter. Stand da schon immer hier? Komme ich hier nochmal zurück? Da, oder? Da! Hier irgendwie. Er schaut mich so an, als würde er mich jeden Moment gleich angreifen wollen. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste, wusste, wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste, wusste, wusste es. Was, 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 was? Das ist ein Zauberer! Das ist ein Zauberer, Heavy! Das sind Totenköpfe! Au! Ach, Kacke! Warum erwischt er mich so gut? Ich sehe nichts.
Was? Och nee, oder? Alter, was? Gut, dass ich nie vorhatte, gegen die zu kämpfen, aber ich glaube, ich brauche das Kleid jetzt nicht mehr, ne? Da schlucke ich erstmal kräftig. Alter. Bleibt er jetzt da oben? Nee, oder? Wow. Komm, ich spare mir mal das Moosklümpchen. Ich muss gegen den kämpfen, ne? Ja. Wegrollen, Junge. Oh Mann, ich muss das echt gut timen. Was? Okay. Also entweder muss ich den facen oder... Ach du Scheiben. Okay. Ich frage mich ganz ehrlich, was überhaupt diese Totenköpfe machen. Ich habe gesehen, die machen ja etwas Schaden, aber das war es auch schon. Oh nein, vergiss du. Muss ich gegen ihn eigentlich kämpfen? Nee, ne? Oder? Muss ich? Okay, das Schild ist gut. Aha, jetzt kann ich angreifen, oder? Oha, okay, der hat mich nicht getroffen. Jetzt hat er mich getroffen, aber so richtig fett. Eins, zwei, oh. Also ehrlich, die Schädel sehen zwar cool aus, aber ich glaube, die machen nicht wirklich was. Okay, mein Fehler, mein Fehler. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hätte den fast. Immer angry. Das war das schöne Kleid. Ach, jetzt auf einmal greift er mich nicht mehr an. Will ich den überhaupt angreifen? Kommt er jetzt, wenn ich hier... Okay. Dann eben nicht. Okay, tschüss. Warum ich ihn nicht angreife? Nun. Ah, ich habe echt keine Ahnung, was mir das wirklich bringt. Oh, da oben ist ja was, oder? Ist da was?
Ich habe keine Ahnung wirklich, was mir das überhaupt bringen soll. Und das ist Zeitverschwendung. Ansonsten, ja. Was gibt's noch zu sagen? Gibt's hier einen Invasator, den ich bekämpfen kann? Da oben ist bei der Brücke noch was. Irgendein Gegner, den ich nicht sehen kann, der vermutlich sehr stark ist und im Sumpf lebt. Nein. Nein. Okay, das war jetzt einfacher als gedacht. Jeder Moosklumpen 4, ja. Kann ich dahin einfach so oder wird mich was begrüßen? Aha, ich wusste es, ich wusste es. Das war jetzt nicht so schwer. Großschwert. Oh. Okay, die Dinger machen nichts. Die hängen einfach da, das sind scheinbar Früchte oder so, keine Ahnung. Gut. Dann wäre das geklärt. Der Freundchen da, der will was von mir, ne? Komm her, du. Oh. Ah, es sind mehrere. Okay. Aua, hey. So behandelt man nicht eine Dame. Männlichkeit. Keine Titanitscherbe. Sehr gut. Dann habe ich ja jeden Gegner hier gekostet, ne, also mir angeschaut, ne? Scheint. Ich habe echt keine Ahnung, ob ich jetzt, ich muss dahin, ne? Ob ich irgendwas Wichtiges hier noch vergessen habe oder so. Außer die Items, die sehr gut bewacht sind, für meinen Geschmack, sehr. Nein. Ich habe dich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Alles ist gut. Sehr gut. Dann zurück zu einem Leuchtfeuer. Ah, hier bin ich jetzt. Ach komm, gehe ich halt den Weg. Hallo, Schildi. Ja, komm. Hey, so triffst du mich? Also, ja, warum? So, das war der. Einen Schluck genehmige ich mir. You are dead. So. Genau. Genau, also. Reisen. Bitte zum alter Wolf von Tarum.
Das sind 14 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier eigentlich was gemacht habe, was relevant ist. Ring des Ritterschlechters. Feinde verlieren beim Abwehren mehr Ausdauer. Okay. Oh Mann. Ja, komm, wir beten mal zum Eid. Ja. Nein. Was bedeutet das? Kann ich den nicht mehr wegmachen dann, oder? Diesbezüglich sollte ich vielleicht nochmal nachgoogeln. Aber gut, ich glaube, in dieser Folge möchte ich nochmal, ja, eigentlich ist die schon vorbei, aber ich möchte nochmal, glaube ich, in meine Bossrüstung schlüpfen und den Boss plätten. Keine Ahnung, plätten. Wegmachen. So. Die Fackel muss weg. Die brauche ich ja nicht beim Boss. Das Ding kann auch weg. Die brauche ich auch nicht beim Boss. So. Ritter mit blauem Schwert. In silberner Rüstung. Stelle dich deinem Gegner. Schlucken. Okay. Hoch in die Arena. Und viel Glück. Sieht er mich von hier aus? Oh, drei Lootkügelchen und ein Gegner, das. Und gutes Gelände, das. Das ist es schon mal wert. Ah, da auf der Seite habe ich begonnen. Genau. Und da ist jemand verreckt. Okay. Das ist ein Gegner? Nein. Was auch immer die hier wollten. Vermutlich das gleiche wie Joel auch. Was ist Joel eigentlich? Kriege ich auch so einen krummen Rücken? Ich meine, seine Freundin Juria war ja nicht so, ne? So. Na dann, jetzt bin ich mal gespannt. Hätte ich dann darin Zauber einstimmen sollen? Ich weiß nicht. Hallo, komm her. Du bist langsam, das heißt, du bist. Ach, ich lebe noch! Eins, zwei, drei. Okay. Okay. Ich dachte, ich bin schon tot. Ach, da kann mit dem Schwanz auf. Okay. Gut zu wissen. Dann darf ich nicht nur hinter ihm bleiben. Oh! Oh! Okay. Au! Eins, zwei. Okay. Bring dich ab, bitte. Pass auf dich. Alter, das war ja mal voll abgefahren gerade. Was habe ich gemacht? Habe ich ihm ins Auge gestochen? Ich meine, nicht pariert zu haben, ne? Okay, das war voll cool. So, sowas bitte öfter. So, Glut. Hey, yeah.
Großaxt. Oh yeah, cool. Und nochmal Glut. Ja. Okay, das war der Boss beim ersten Mal. Also ganz ehrlich, beim ersten Mal dachte ich echt, ups, da hat mich gerade getötet. Aber ich habe mein Leben nicht mal gesehen. Ich dachte, ich bin tot, aber ich hatte scheinbar noch, keine Ahnung, zwei Lebenspunkte oder einen. Okay, das war ein lustiger Kampf. So, Großaxt. Kriegst du. Oh, die, uiuiui. Benötigtes Attribut 32. Heilige. Ui, 188 und 75 physischer Schaden. Alter Schwede. Eine Großaxt wie ein Klumpen rohes Eisen. Wer über die unmenschliche Kraft zum Führen dieser Waffe verfügt, kann ihr Gewicht im Kampf nutzen, um Gegner in der Luft zu in die Luft zu schleudern. Der hohe Kraftaufwand macht jedoch auch anfällig für Gegenangriffe. Und Kriegsschrei, ein ermutigender Kriegsschrei, der kurzzeitig die Angriffskraft erhöht. Oha. So, dann hier das Ultra-Großschwert. Uiuiuiuiuiui. Stampfen, okay, Alter. Ein Ultra-Großschwert mit dicker Klinge, das zu den schwersten seiner Art zählt. Um 98%, alles klar. Es ist kaum tragbar, wirkt aber hohe Zerstörungskraft. An den Gerüchten, wonach es die Grenzen menschlicher Kraft prüfe, könnte tatsächlich etwas dran sein. Okay, Stampfen nutzt das Körpergewicht für einen Ausfallschritt vorwärts in niedriger Haltung, erhöht die Balance und führt einen schweren Wirbelhiebangriff aus. 20 Gewicht, heiliger Bimbam, und das nur 16. Aber das braucht weniger Stärke, obwohl das Ding so viel mehr wiegt. Hä? Okay. Liegt vermutlich an der Bauweise. Ja, schauen wir uns das Ding mal an. Ui. Selbst mit zwei Händen kann ich es nicht effektiv tragen. Eins, zwei. Und das war's auch schon mit der Ausdauer. Alles klar. Und der schwere Angriff. Ja, okay. Okay. Ja, kannst du hier die Superfähigkeit machen? Nein. Oh, wow. Verbraucht aber echt fett die Ausdauer. Ja, okay. Uiuiui. Das sieht aus wie so ein, keine Ahnung, Riesenzahnstocher oder Messer von einem Riesen oder so. Ach, sieh mal eine an, da ist ja das Gebäude. Okay, wow. Das kann ich scheinbar immer benutzen. Okay. Muss das so sein? Bum. Bum, 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 bum. Okay. Da hinten gab es nichts weiter, ne? Ja, also das Ding verbraucht echt Ausdauer. Okay, also. Soll ich mal damit rumrennen und versuchen, Gegner zu bekämpfen? Ja, ich habe das Gefühl, dass das Ding mit mir fast die Wirbel kaputt macht eher. Oha. Die Sache ist die, Ultra-Großschwerter kann man nicht parieren. Das wird lustig. Ja, das wird sehr lustig. Die Axt, wie sieht denn die Axt aus? Ja. Oh. Eins, zwei. Ah ja. Ein, zwei, drei, vier. Hammerschlag.
Okay. Und schwerer Angriff. Ja, ungefähr genau das gleiche und gedrückt halten. Und die Superfähigkeit. Wow. Das saugt sehr viel. Ja, aber die Fokuspunkte bleiben. Okay. Aber das ist eine schöne Axt. Hatte nicht hier der Typ hier Löwenherz oder so, Altrich Löwenherz oder wie der hieß, da bei der Hohen Mauer von Lothric, dieses Phantom, das ich beschworen habe, hatte der nicht auch so eine Axt eigentlich? Egal. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Oh, Strecken. Ja, ich mache mal eine Pause. Ich schau mal, was es mit diesem Eid hier da links, rechts mit diesem Wolf auf sich hat. Und was es im Sumpf für Gegenstände gibt, für Items. Ja. Und ich schau mal, wie man diese großen Dinger da, diese Sumpfmonster bekämpfen kann. Genau. Ich vermute mal, ich bräuchte dafür meinen magischen Schild. Eventuell vielleicht sogar dieses Großschwert oder die Axt, weil. Nein, das Großschwert ist leichter zu führen. Auch wenn es schwerer ist. Sehr viel schwerer. Aber die große Axt macht noch Schaden. Ja, mal schauen. Kann sein, dass ich vielleicht eins der beiden Waffen benutzen werde. Samt magischem Schild und mit diesem Ausdauer-Regenerationsschild, den mit den schönen Blüten. Ja, und nächstes Mal schauen wir uns vielleicht an, was es Neues aus der, was so Neues aus der Seele zu machen geht. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.